Erfolg im Leben kommt nicht über Nacht, denn man muss hart für seine Ziele und Träume arbeiten. So befinden wir uns quasi alle auf einer Reise in unsere Glückseligkeit. Was mich bisher auf dieser Reise motiviert hat und weiterhin motivieren wird, stelle ich dir gerne in diesem Video vor. Oh, hi Leute. Heute auf jeden Fall mal ein anderes Video, als ihr das sonst von mir gewohnt seid. Ich wurde von manchen Leuten nämlich gefragt, was mein größtes Geheimnis ist an der Börse. Dazu muss ich erstmal sagen, ich bin kein Millionär. Weder habe ich eine Million auf dem Konto, es wäre echt nice, wirklich. Noch habe ich irgendwie viele Immobilien in Katar oder irgendwie sonstiges. Ich bin ein ganz normaler Dude, sozusagen. Habe aber einfach mit frühen Jahren schon so ein bisschen halt mit dem Gespür halt für die Börse, für die Aktien, für die eigenen Finanzen halt entwickelt und das Ganze halt immer so ein bisschen über die Jahre halt aufgebaut. Und das kann jeder, wirklich. Es kann jeder. Es ist ein Fakt. Man muss wirklich einfach nur genügend Motivation mitbringen. Und deswegen möchte ich heute mal die größte Motivation, die ich in meinem Leben bekommen habe, euch vorstellen. Und was ihr im Prinzip machen könnt, damit ihr auch euren eigenen Grundstein legt für den Erfolg, für die Börse, für generell Aktien, für Finanzen, alles. Es ist im Prinzip ja nicht nur für den finanziellen Aspekt, sondern es kann theoretisch das, was ich euch jetzt vorstelle, für alles ausgelegt werden, was ihr in eurem Leben noch habt oder finden werdet. So, dann gucken wir uns mal an, was mein größtes Geheimnis ist. Ein kleines Vorwort. Ich meine, alle kennen Disney. Alle, oder sagen wir mal die meisten. Die meisten kennen auch Dagobert Duck als geizige Ente, die in seinem Geldspeicher schwimmt. Dagobert Duck hat ein großes Geheimnis. Was wissen wahrscheinlich auch die meisten? Es hat was mit einer Münze zu tun. Nämlich genau seinen Glückskreuzer. Deswegen habe ich damals mal gedacht gehabt, wie geil wäre es denn eigentlich, wenn man sich so eine Glücksmünze oder einfach ein Glückssymbol reinpackt, wo man so ein bisschen dran glaubt, dass man eben halt das irgendwie aufbaut. Und das habe ich damals gemacht. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz genau, was es ist. So, das ist ein 5-D-Mark-Schein. Das ist in der Hinsicht der erste D-Mark-Schein, den ich in meinem Leben ja, in den Händen halten durfte. Deswegen, ich weiß es auch deswegen, weil es ein Geschenk war. Also man kriegt ja meistens als Kind Geld geschenkt. Und ich weiß nur nicht mehr genau, von wem ich den geschenkt bekommen habe. Ich meine, es war meine Oma. Kann es aber jetzt leider nicht mehr genau nachvollziehen. Können auch meine Eltern gewesen sein. Es ist schwierig. Aber ich habe den halt aufgehoben. Ich habe ihn damals eingerahmt. Ich habe ihn nie ausgegeben. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und über die Jahre hinweg immer so ein bisschen halt ihn, ja, als Statussymbol gehalten, was halt auch eine schöne Sache ist, finde ich. Und der hat mir all die Jahre halt so ein bisschen auch immer hier vom Brain-Effekt her so mitgehalten, hat immer Spaß gemacht damit, immer zu schauen, soweit, dass man das immer noch aufrecht hält. Und das ist genau das, was ich euch mit auf den Weg geben würde, dass es halt einfach sinnig ist, sich sowas als, also es muss ja noch nicht mal ein Geldschein sein, es kann auch eine anderes materielles Gut sein. Aber es ist einfach etwas, um euch bei euren Zielen oder bei euren Investments so ein bisschen mit einer Stange zu halten, dass ihr einfach was habt, woran ihr glaubt im Prinzip. Weil nichts anderes ist es ja. Geld ist ja nach wie vor eine Fantasie. Ne? Wer sagt dir zum Beispiel, dass du morgen noch für das Geld, was du auf dem Konto hast, dass du da noch beim Bäcker einkaufen kannst? Ne? Das hat damals Volker Pispers schon gesagt. Aber nun denn, viel wollte ich jetzt auch nicht mehr um den heißen Brei rumreden. Das ist das, was ich dir heute zeigen wollte. Vielen Dank, dass du auf jeden Fall wieder eingeschaltet hast soweit und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleib gesund, dein Marc. Ciao.